Einen schönen guten Abend vom Kasimir und von mir. Ich wünsche euch alles, alles Gute für die heutige Live-Charity. Ich wäre wirklich echt gern dabei, bin selber allerdings gerade in Uganda bei dem Projekt, für das heute Abend auch gesammelt wird. Es geht um Mutter-Kind-Übertragung, um die Verhinderung der Mutter-Kind-Übertragung. Ein sehr, sehr wichtiges Thema, ein sehr ernstes Thema. Ein Thema, das in naher Zukunft Geschichte sein soll, wie man bei der letzten Welt-AIDS-Konferenz auch sehr optimistisch davon ausgegangen ist, Mutter-Kind-Übertragung mit einer globalen Unterstützung aller Hilfsorganisationen bis 2015 bereits Vergangenheit werden zu lassen. Mit Hilfe der finanziellen Unterstützung für unser Projekt, das der LifeBall und die Clinton Health Access Initiative gemeinsam durchführen, sollen Strukturen aufgebaut werden, um in naher Zukunft die Mutter-Kind-Übertragung im speziellen Fall hier in Uganda zu verhindern. Ja. 20% aller Kinder in Uganda sind AIDS-Waisen. Also man kann sich ungefähr vorstellen, welche Ausmaße die Bedrohung durch HIV gerade in Uganda auch annimmt. Ich möchte aber auch, dass ihr alle diesen Abend hier trotz der tollen Unterhaltung hier, trotz der Freude, trotz der Ausgelassenheit auch ein bisschen verinnerlicht und ein bisschen sensibilisiert werdet für das Thema HIV-AIDS, das in den letzten Jahren doch immer wieder so verharmlost wird. Und ich möchte deswegen auch aufrufen, gerade die jungen Leute, euch regelmäßig testen zu lassen. Selbst ein positives Ergebnis ist kein Todesurteil. Ihr tragt dazu bei, dass, falls es jemanden treffen sollte, hier auch wirklich, dass man sich selber auch die beste Behandlung gönnt und auch Verantwortung dem Nächsten gegenüber trägt. In dem Sinne wünsche ich einen tollen Abend, gutes Gelingen und vor allem der Fritzi, dass das wirklich alles so in Erfüllung geht, wie sie sich das wünscht. Und schöne Grüße vom gesamten LifeBall-Team und nächstes Jahr bin ich fix dabei.